Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, mein Name ist Janik Paul und ich bin Tennistrainer beim TC Augsburg Siebentisch. Auch wir als TCA freuen uns, dass wir beim Adventskalender Sport der Stadt Augsburg mitmachen dürfen und haben ein paar Übungen für euch vorbereitet, die ihr zu Hause machen könnt. Deswegen drehen wir auch von zu Hause. Und alles, was ihr dafür braucht, wären entweder Tennisbälle, falls ihr keine Tennisbälle habt, funktionieren auch Äpfel. Also, keine Ausreden und los geht's. Für die erste Aufgabe gehen wir in Liegestützposition und dann führen wir diesen Tennisball in einer liegenden Acht um unsere Hände herum. Und zwar, wir nehmen immer die eine Hand, führen den Ball außen rum bis zur Mitte zurück, gehen dann außen rum. Das könnt ihr so oft wiederholen, bis ihr keine Power mehr habt. Geht auf die Arme, Schultern, aber auch den Rumpf, Bauch und Rücken. So, die nächste Aufgabe ist die klassische Kniebeuge. Ihr habt eure beiden Bälle in der Hand oder auch zwei Äpfel. Streckt die Arme nach vorne aus. Schaut, dass ihr einen geraden Rücken macht und geht dann gerade runter. Legt die Bälle ab, geht gerade wieder hoch, geht wieder runter, nehmt die Bälle wieder und versucht das Ganze, ja, je nachdem wie fit ihr seid, 20, 25 Mal zu machen. Eine Minute Pause, das Ganze dann dreimal. Viel Spaß damit! So, die nächste Übung ist für eure Bauchmuskulatur. Schaut, dass ihr diese Position einnehmt, 90 Grad Winkel hier mit den Beinen. Und dann nehmt ihr euren Tennisball oder Apfel und übergebt den Apfel immer hier vorne um die Beine rum. Schaut, dass ihr schön eure Schulterpartie vom Boden löst. Und dann schaut mal, wie oft ihr das schafft. Viel Spaß! So, die nächste Aufgabe ist die Nasenwehrübung. Funktioniert so, ihr versucht mit eurer Nase, mit eurer Nasenspitze den Ball durch das kleine Tor, zum Beispiel mit den zwei Gläsern, durchzuschießen. Macht's euch mal vor. Mal schauen, wie viel ich schaffe. Ja, der war zu kurz. Nummer eins. Ja, Torlinientechnik, wie sieht's aus? 2,5 von 4. Wie viel schafft ihr? So, die letzte Übung ist ein bisschen für eure geistige Fitness. Eine Koordinationsübung, für die ihr doch am besten zwei Tennisbälle braucht. Wird mit zwei Äpfeln schwierig. Vielleicht geht es auch mit zwei kleinen Fußbällen. Ihr haltet die Bälle vor euch, breitet die Bälle auf den Boden, überkreuzt eure Arme und versucht die Bälle so wieder zu fangen. So, wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß mit unseren Übungen und konntet euch auch zu Hause auspowern. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr mal auf dem Tennisplatz bei uns im TCA im Siebentischwald. Und der TCA wünscht euch und euren Familien eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Treibt's nicht zu bunt, bis dann!